So, ein kurzer Cut. Kurz was getrunken, weil mein Hals kratzt wie wahnsinnig. Ihr seid dran. Ich? Ich habe damit nichts zu tun. Ja, wir finden ein kleines Lager. Und das ist schlecht. Wir wollen mal die Pilze einsammeln. Ja, Mara Tapinella, vielen Dank für die Scheißpilze. Blasenpilz? Nein, natürlich nicht. Schade, das heißt, wir suchen weiter in die Umgebung ab. Ich möchte euch nicht spoilern, aber ich meine, hier in der Umgebung wäre ein ganz kleines Banditenlager. Und das möchte ich unter die Lupe nehmen, denn ich glaube, Menschen sind keine niedrigen oder armseligen Seelen. Was ist das denn? Das kenne ich nicht, das ist neu. Eine Mine. Das heißt, wir kriegen wieder ganz viel Erz. Ich hoffe, kein Eisenerz, denn das ist leider nicht so wertvoll. Wir schleichen mal. Öffne das. Ja, ich weiß doch. Ich weiß es doch. Weiß ich es doch? Wir sind schon wieder ein Level Up. Ja, okay, das ist wahrscheinlich durch die ganzen Level Ups, durch das Verzaubern. Ich kann gerade nicht laufen aus irgendeinem Grund. Jetzt kann ich wieder laufen. Gut, eine Gesetzlose. Wir werden mal ein wenig versuchen, mit unserer Seelenfalle zu arbeiten. So, die ist so gut wie hinüber, nachdem wir das Ding auf sie gezaubert haben. So, wir haben keinen Seelenstein, der groß genug ist. Im Ernst? Ich versuche mal, einen Banditen ohne Gesetzesloser zu finden. Der sollte schwächer sein. Vielleicht reicht es dann. Das ist schade. Das ist verdammt schade. Jetzt haben wir aber auch gerade keinen Mana, um direkt eine neue Seelenfalle zu zaubern. Das ist ein kleines, angenehmes Manchitenlager hier. Die haben hier ein schönes Leben gehabt. Dann kommen wir, töten wir eben alles. So sind wir, ja. So bin ich. Das ist ein verdammt schöner Ort, muss ich sagen. Also, Respekt. Seht ihr das? Seht ihr das da? Ich glaube, ich habe soeben einen Geheimgang gefunden. Den hat bestimmt noch niemand vor mir gefunden. Wenn man da überhaupt hinkommt, heißt das. Nee, ich denke nicht, man kommt da nicht hin. Doch, hier, oder? Nee, wo ist das? Ich habe es aus den Augen verloren. Ah, das Problem ist, ich war da oben und muss da hin. Ich denke aber auch mit der Problematik kann ich fertig werden. Und zwar, indem wir einen Wirbelwind in unsere Hände nehmen. Oder einfach von da runterspringen. Das wäre natürlich noch cleverer. So. Geheimnis gefunden. So eine verschlossene Truhe auf dem Grat Noviz. Ja, vielen Dank. Es fängt ja wunderbar an hier. Das klappt auch schon wunderbar. Gerne. Eisenerzader. Die bauen wir mal ab und da ist der Geheimgang. Holy shit. Lydia. Es war so klar, dass Lydia wieder sich irgendwo durch die Gegend cheatet. Wenn ich gerade so nach draußen aus dem Fenster gucke, es sieht aus, als wäre gleich Weltuntergang. Habt ihr das mitgekriegt mit diesem Wirbelsturm, dem Taifun, der wieder irgendwo auf den Philippinen ist, mit den 300 km/h Windstärke? Die können einem richtig leid tun. Wir kriegen ja nie sowas ab. Wir sind ja in einer ziemlich glücklichen Zone momentan. Wie das in den nächsten Jahrzehnten aussieht, weiß man noch nicht so ganz. Man geht ja von starken Änderungen aus, aber solange das nicht in meiner Lebzeit ist, ist mir das ehrlich gesagt egal. Ich bin kein sehr nachhaltiger Mensch, der an weitere Generationen denkt. Ich bin ja ganz ehrlich. Ich achte nicht auf Stromverbrauch, nicht auf Mülltrennung. Ich bin da nicht so kompetent, glaube ich. Ich glaube, das liegt mir einfach nicht in den Genen, nachhaltig zu sein für die Umwelt. So, wir haben hier Pilze. Du hättest nie deine Seele präsentieren sollen. Ich warne dich, Lydia. Erst jetzt. Jetzt können wir ihn töten. Im Ernst? Wir gucken uns mal den Seelenstein an. Das ist ein leerer Seelenstein, definitiv. Okay, da muss wohl ein Wolf her oder sowas. Kann doch nicht sein, dass die alle zu stark sind für meinen Seelenstein. Naja, dafür haben wir ein Lager geplündert. Granatstein.
Meridias Stern. Ein Quest-Item, soweit ich weiß. Eine neue Hand berührt den Stern. Hört mich. Hört mich an und gehorcht. Was? Eine schändliche Dunkelheit ist in meinen Tempel eingedrungen. Eine Dunkelheit, die ihr vernichten werdet. Bringt meinen Stern zum Berg Kilkreat zurück. Und ich werde euch zum Werkzeug meines läuternden Lichtes machen. Okay, klare Ansage. Der Berg befindet sich meines Wissens nach im Nordwesten. Hier direkt Statue für Meridia, eine Göttin. Das lassen wir aber erstmal schön bleiben, denn das ist ziemlich weit weg vom Sprung. Und wir haben ja eh noch was zu tun. Ich habe das Gefühl, das hier ist irgendwie ein Scheißweg. Das ist eine Treppe, die noch nicht rausgefahren ist. Oh. Das ist natürlich besser. Ist da jemand? Wer ist da? Oh, hier ist jemand. Nicht die Konsole, vielen Dank. Aber mein Knüppel und mein Schild. Mein Schild. Danke. Ja, die können uns nicht so viel anhaben, die normalen Banditen. Wir brauchen anscheinend echt Hilfe. Oder gehen jetzt gleich nochmal zurück nach Farengar. Vielleicht hat er dann eine mächtige Seele. Ich hätte gern eine große oder eine mächtige Seele, um unseren Schild zu verzaubern. Mir ist die Feuerresistenz ziemlich wichtig, um ehrlich zu sein. Eisenerzader. Die wollen wir auch eben knüppeln. Ja, Eisenerz ist nicht schlecht. Ihr habt ja schon gesehen, durch weitere Schmiedematerialien leveln wir unseren Schmiedelevel auf. Und desto höher der ist, desto besser können wir unsere Sachen machen. Und desto besser unsere Sachen sind, desto weiter können wir draufknüppeln und alle töten, ohne Probleme fortfahren im Let's Play. Alles hängt irgendwo aneinander verknüpft. Es ist der Wahnsinn. Affengeil. Das ist die Treppe, die das wieder der Hebel, der das ausgefahren hätte, denke ich. Da unten ist eine Eisenerzader. Komm her. Vielen Dank. Gib mir all dein Eisen. Oder steh einfach nur doof rum. Was war das denn jetzt? Neuer Versuch. Ich kann sie nicht abbauen. Aus irgendeinem Grund steht er nur davor rum und jetzt macht's einfach pfupp und funktioniert nicht. Na gut, dann suchen wir uns einen anderen Weg. Fliegenpilze. Lecker, lecker. Stolperdraht. Nicht für uns, aber für Lydia. Die hat, glaube ich, voll erwischt vom Geräusch her. Ich denke mal, das ist der normale Ausgang im Fürstentum Falkenring. Ich wusste gar nicht, dass Pluswald so weit ab vom Schlag ist, dass es nicht mehr so Weißlauf gehört. Ich dachte echt, das wäre noch Falkenring. Aber so kann man sich irren, würde ich sagen. Glutschvitamine. Ja, was meinst du, wie überrascht ich bin, dass ihr nicht in den großen Seelenstein passt? Ist das dein Ernst, Lydia? Klopf mir immer die Kills. Dreistheit ist das. So, wir finden hier einfach mal ganz klar nichts. Wir haben ein wenig Eisen gefunden, na gut. Wollen wir damit leben? Das heißt, den Weg kennen wir übrigens. Wir werden uns auf zum Wald machen und einfach mal ins Innere laufen und hoffen, dass wir ein paar Wölfen begegnen. Da ist ein kleines Drecksvieh, das wir auch töten könnten, aber wir wollen es nicht. Nee, das gibt uns nichts. Ich bin immer noch nebenbei auf der Suche nach Alchemiezutaten. Das heißt, ich werde öfters mal Stopp machen, wenn ich Blümchen sehe. Denn Alchemie, Verzauberung und Schmieden sollte möglichst schnell nach oben, damit wir gut sind im Spiel. Denn man kann sich nur mit diesen Fertigkeiten so wirklich stark machen. Und hiermit. Also Drachenschrei sollte man auch nicht vergessen. Die retten einem gerne mal den Arsch. Ich habe das Spiel das erste Mal durchgespielt, nur mit dem normalen Drachenschrei, der uns halt die Gegner wegstoßen lässt. Aber der kann auch verdammt nützlich sein. Ihr würdet es nicht glauben, wie viele Gegner ich damit schon von Bergen geschmissen habe. Was ist das denn hier? Eine Anhängerin. Ein Anhänger. Aber wovon? Ist das Talos? Ich denke mal, das ist Talos. Ein Orkschwert. Schrein von Talos. Bringt uns mehr als Maras Segen, definitiv. Ja, irgendjemand hat hier Jünger Talos getötet, weil sie Jünger Talos sind. Wir haben ja schon gehört, dass es eigentlich verboten ist, zu Talon zu predigen. Auf jeden Fall habe ich sowas in Erinnerung.
Ich höre die ganze Zeit Wölfe von da, aber es ist halt kein direkter Weg nach da gerade möglich. Das sind Banditen, oder? Dann töten wir die mal alle. Vielen Dank. Dietrich, Granatstein, Gold. Nacht über Sentine, einhändig verbessert. Für die, die es lesen wollen, mal wieder ein hoffentlich schnelles Durchblättern. Noch eine Seite, noch eine Seite, noch eine Seite, noch eine Seite, noch eine Seite. Ist das nicht schön? So, die haben wir auch getötet. Dietrich, Eisenpfeiler. Schatzkarte. Karte zu einem verborgenen Schatz in der Nähe Flusswalds. Im Ernst? Das ist gar nicht mal so schwer zu finden. Okay, wir gehen kurz hier hoch und gucken, ob wir die Wölfe finden, die ich die ganze Zeit höre. Ich hoffe mal stark, dass wir die finden, denn ich hätte gern einen großen Seelenstein, verdammt nochmal. So, was haben wir hier? Nichts. Keine Wölfe, kein gar nichts. Einfach nur nichts. Das ärgert mich. Das ärgert mich gewaltig, weil wir jetzt so einen riesen Weg hinter uns gebracht haben. Ich warte mal ein Stündchen, damit unsere Ausdauer sich wieder füllt. Geh ein bisschen Offroad, da findet man Wölfe meist öfters. Nee, keine Chance. Wir finden die Wölfe nicht. Das heißt, wir werden mal eben zur Flusswald Schnellreise machen. Ich werde danach einfach zu Faringa gehen und die Verzauberung eventuell aufschieben. Wir gucken erst, ob er vielleicht jetzt einen Seelenstein hat. Wenn nicht, muss das Ganze warten. Dann tut es mir leid, dass wir im Kreis gelaufen sind. Oder halt sinnlos rumgelaufen sind. Wir werden jetzt definitiv auf Schatzsuche gehen. Denn auf der Schatzkarte steht... Wir sehen sie nochmal an. Ich zeige euch, wo wir sind. Ich wollte gerade mit dem Finger auf den Bildschirm zeigen. Ich bin so eine Pfeife. Wir sind ein wenig südlich von dem Kreuz und ein ganz schönes Stück östlich. So ein bisschen knapp über der ersten Brücke, die man da sieht. Das heißt, wir müssen den Fluss überqueren und sehen da hinten schon unseren wunderbaren Baumstamm, denke ich. Ist er das? Das ist er nicht. Das heißt, hier muss irgendwo anders ein wunderbarer Baumstamm sein. Hier, irgendwo, bitte. Vielleicht wäre das Ganze am Tag praktischer gewesen. Ich denke, das ist er. Das wird er definitiv sein. Oh yes. Eine Truhe mit Einnahmefest. Gold. Gold, kleiner Seelenstein. Ich bin mir sicher, ich habe gerade eben einen Wolf gehört. Finden wir hier einen Wolf, bitte? Nein, wir finden hier keinen Wolf. Weil das Spiel mich hasst, verdammt. Ich höre da hinten noch so viele Wölfe. Ich hoffe, das ist nicht einfach ambiente Sounds. Nee, ich glaube nicht, dass wir hier was finden. Ihr da, Bürger, der Zutritt ist hier verboten. Ihr behindert die kaiserliche Staatsgewalt. Also werdet ihr zur Strafe ein Bußgeld von, sagen wir mal, 100 Goldstücken bezahlen. Was? Ja, damit, Bürger. Ja, das hättet ihr gern. Ich fürchte, ich habe kein Gold. 100 Goldstücke könnt ihr haben, wenn es euch gelingt, sie mir wegzunehmen. Oh ja. Wenn ihr darauf besteht, kommt schon, Jungs. Das wird lustig. Das sind keine echten Kaiserlichen. Niemals sind das echte Kaiserliche. Wir packen mal den Lichtzauber nochmal aus. Rüsten unser Schild aus. Kümmern uns um den Typen hier mit dem Elfenhammer. Weil der kann böse zuhauen, wollte ich gerade sagen. Ich konnte das Schild nicht schnell genug ziehen. Wir wurden gerade tatsächlich überfallen von einem Haufen Volltrottel. Und das hat geklappt, weil ich das Schild nicht schnell genug gezogen habe.
Das ist ein wenig ärgerlich, aber was soll man machen? Jetzt bin ich wieder hier oben und muss wieder da unten hin. Ich drehe durch in dem Spiel. Das ärgert mich, wenn mich so Volltrottel besiegen. Das ist wie, als wir den ersten Drachen bekämpft haben. Dass auf einmal aus dem Nichts so Typen kommen, die uns dann mitten im Drachenkopf-Kampf niederknüppeln. Ist das zum Kotzen sowas. So, aber dieses Mal waren wir irgendwie schneller, seht ihr es? So. Okay, der Himmel ist einfach anders beleuchtet diesmal. Es wurde eine andere Nacht eingeleitet, das heißt, es ist wunderschön am Himmel und wir haben Licht. Das brauchen wir aber nicht lange, denn wir wollen ja einfach nur den Baumstamm wieder plündern, wenn wir ihn finden. Da ist er auch schon. Was hat er diesmal? Dasselbe, wunderbar. Ich glaube ein bisschen weniger Gold, aber da kann man drauf pfeifen. Wir werden per Schnellreise zurück zur Drachenfeste gehen und uns demnächst mal nach weiteren Händlern für Seelensteine umschauen. Es gibt noch weitere Magier in ganz Skyrim, nur sind diese ein wenig, ja, seltener verteilt als die ganzen normalen Händler, was sich irgendwie erahnen lässt. Aber wir kriegen das schon hin. Hoffentlich hat er jetzt einen vernünftigen Seelenstein. Kollege Fahrengeil? Heißt du so überhaupt? Keine Ahnung, aber du hast hier Seelensteine. Die nehmen wir gleich mal mit. Gewöhnlicher Seelenstein. Hey, aufpassen! Nein, mach Platz jetzt! So. Kollege. Besucht ihr die Drachenfeste, um über die Kaufen. Zauber und Beschwörungen für jene, die sie anwenden können. Mächtiger Seelenstein gefüllt. Sowas wollte ich. Den werden wir wohl oder übel kaufen, denn er hat keinen leeren und ich möchte unbedingt einen Seelenstein. Wenn ihr die entsprechende Begabung habt, solltet Mach ihr Platz. Der Magier in Winterfeste besuchen. So, wir gehen an den Verzauberer, halten unser Schild bereit, welches zum Glück schon verbessert wurde. Ich meine, das ermöglicht uns halt, die Verbesserung zu behalten auf dem Schild. Es bleibt hochwertig. So, wählen die Feuerresistenz aus. Einen Seelenstein. Den mächtigen. Welcher uns 15% gewährt, was schon mal mehr als doppelt so viel ist, wie es vorher gewesen wäre. Leider nur die Hälfte von dem ursprünglichen Zauber, aber wir lernen ja noch. Ein launisches Element. Oftmals tödlich, aber immer spannend. Wie hast du denn von... Wie hast du uns im Schlaf zugeguckt, Mann? Okay, dann guck uns halt weiter im Schlaf zu. Wir haben noch ein paar Items, die wir bestimmt noch verzaubern können, auch wenn Dreck draufkommt. Es geht ja um die Übung und wir haben noch kleine Seelensteine. Ziel erleidet Frostschaden. Frostschaden ist immer gut, denn Frostschaden bringt gleichzeitig die Ausdauer weiter runter. Wir können den Zauber verändern. Noch 10 Schläge nur, aber damit kann ich leben. Es geht hier nur um die Übung. Wobei, lasst uns lieber weniger nehmen. Es ist dann doppelt so lang. Passt. Und wir nehmen den kleinen Seelenstein, weil, seht euch an, wie es hier mit aussehen würde, genauso. Die Ladungen werden wahrscheinlich weniger, bin ich mir ziemlich sicher. Wir verzaubern. Ja, bitte. Dann haben wir noch ein paar Seelensteine für Sachen, die wir bereits haben. Frostschaden machen wir wieder auf die Hälfte. Ein bisschen unter die Hälfte. Es geht einfach nur darum, gerade die Übung zu kriegen, deswegen verzaubern wir alles. Auf jeden Fall alles, was wir schon verbessert haben. Unsere Lederarmschienen, fein. Einhändig verstärken. Das ist nicht viel, was wir davon drauf machen können. Aber wir können es drauf machen. 1%, immerhin. Jetzt müsst ihr euch aber überlegen, die 1% auf 4 Gegenständen sind immerhin... Ach, können wir gar nicht drauf machen. Schade. Dann hier noch irgendwas drauf. Feuerresistenz. Ja, von mir aus um 1%. Ist nicht so viel, aber na gut. Es levelt uns auf. So, damit haben wir unsere Verzauberung schon mal weiter nach oben bekommen. So, wir schauen uns mal weiter um. Die können wir noch zerstören.
Den können wir verkaufen. Den können wir auch verkaufen. Den brauchen wir nie eigentlich. So, die Rüstung. Sind die jetzt noch ausgewählt? Ja. Ich meine, wir hätten die Sachen sogar umbenennen können. Ich bin mir nicht sicher. Aber das bringt uns ja nicht so viel, deswegen ist das erstmal egal. Gut, wir erkundigen uns nochmal, was uns das Haus kosten würde. Ich würde sagen, wir warten dafür bis mittags, damit wir halt den Händler hier vortreffen. So, einmal warten. Ich mache währenddessen einen Schnitt. Ja, es ist noch niemand da, das heißt, wir warten noch ein Stündchen. Wir haben nicht lang genug gewartet. Der Jarl ist da. Ich diene Jarl Balgruf als Vogt. Ich weiß, Abiniki. Der Jarl ist, wie ihr euch sicher denken könnt, sehr beschäftigt. 5000. Kann ich euch vielleicht helfen? Ich bin mir sicher, mit dem, was wir alles noch haben, können wir locker 5000 Goldstücke machen. Wir haben ca. 3000. Irgendetwas. Ein paar gequetschte. Das heißt, wenn wir uns ein wenig bemühen, kriegen wir das locker hin. Wir drehen den Baum zu Tode! Und starten wieder in Weißlauf. Nein, tue ich nicht. Du kannst auch einfach auf dem Weg bleiben. Das macht uns auch noch Schaden. Na super. Zum Glück gibt es hier nicht sowas wie ein Fallout, dass wir gebrochene Beine kriegen und so, weil sonst hätte ich andauernd gebrochene Beine, aber sowas mache ich oft. Der Gemischtwarenladen, bitte. Ich denke, dort können wir eine Menge Zeug verkaufen. Vielleicht sollten wir vorher den Penner aufsuchen, aber ich bin gerade mal faul und werde es wahrscheinlich gleich bereuen. Wenn euch etwas gefällt. Ja. Alles steht zum ja. Oh, etwas hiervon, ja. Etwas davon. So, wir können die goldenen Halsketten verkaufen. Das Amulett von Akatosh verkaufen. Wir können diesen Stab verkaufen, das hier verkaufen. Er hat schon bald kein Geld mehr. Das Eisenerz behalten wir. Wir können ein paar der Amethysten verkaufen. Davon finden wir so unendlich viele in dem Spiel. So, wir haben bald den Betrag. Bitte kommt wieder. Wenn wir erstmal unser eigenes Haus haben, heißt das für uns, dass wir weniger, viel, viel weniger mit uns rumschleppen müssen. Deswegen möchte ich gerade unbedingt ein neues Haus. Wir gehen mal zu Eolund. Dem können wir bestimmt noch irgendeinen Mist unterjubeln und wenn es Eisen ist. Wir müssten ja eigentlich genug Erze und Barren bei uns tragen. Kollege, ich möchte euch übrigens mal zeigen, wie diese Szene aussehen würde, ohne die in B-Series. Also, definitiv das hier, würde ich sagen, oder? Was sagt ihr? Eolund, mein Freund und Helfer. Ich habe eine Menge Stahl zu schmieden. Und ich habe eine Menge zu verkaufen. Preist die Götter. Also, so toll ist das jetzt auch nicht. Gut, wir wollen gucken, dass wir noch ein wenig was loswerden. Unseren alten Lederhelm können wir loswerden. Immerhin schon mal etwas. Der nimmt in der Tat eine Menge von mir. Den Goldbarren will ich auch mal verkaufen. Der nimmt aber nicht das alles, was ich gern verkaufen will. Das orkische Schwert. Die Preise, die er mir macht, sind halt echt dreist. Er frisst mir die Haare vom Kopf. Mhm. Gut, wir werden was anderes machen. Wir werden jetzt mal zu Zarengar gehen. Ich glaube, er kauft auch Edelsteine an. Und wenn wir ihn jetzt kriegen, Edelsteine zu kaufen, dann kriegen wir auch unser Haus zusammen. Oh nein. Ich hasse es, wenn das passiert. Das ist der Moment, wo ich am liebsten die Konsole rufen würde und mich da hoch teleportieren würde. Aber na gut, das muss nicht sein. Nochmal ein kleiner Vergleich. Es ist so wunderschön. Ja, ja, wie gesagt, normal bin ich keine Grafikhure, aber lasst mir bitte meine Skyrim-Mods. Die sind so wunderschön. Ihr solltet mal mein Morrowind sehen, das sieht aus wie das normale Skyrim ohne Mods. Das ist ungelogen. So, Kollege. Du, nein, erst du. Gibst du mir irgendwas an Gold? Die Göttlichen sind euch hold, mein Freund. Verkaufen. Ein Schüler der Kunst? Ihr müsst anfangen, indem ihr eine Verzauberung erlernt. Nehmt eine verzauberte Waffe oder ein verzaubertes Rüstungsteil, dann nutzt den arkanen Verzauberer, um deren Geheimnis zu lernen. Der Gegenstand wird dabei zerstört, also seid vorsichtig. Sobald ihr eine Verzauberung kennt, braucht ihr einen gefüllten Seelenstein und etwas, was ihr verzaubern könnt. Auch dafür benutzt ihr den arkanen Verzauberer. Natürlich, ich habe alles im Angebot, was ihr braucht, wenn ihr das Geld dafür habt.
Ja, ich habe ihn an aus Versehen auf Verzauberungen angesprochen, wie sie gemacht werden. Ja, immer noch dieses Menü. Werft einen Blick darauf. Es raubt mir den Verstand. So, wir wollen zusehen. Wir haben nämlich noch Bücher. Das ist mir eingefallen. Den Funken, die Furcht, das Hellsehen. Auf Wiedersehen. Der schwarze Pfeil, Band 2, nein. Aber Rislav können wir verkaufen. Leichte Rüstungsschmieden behalten wir noch, müssen wir noch lesen. Behalten wir auf jeden Fall. Ja, die will ich nicht wieder verkaufen. Die waren schon teuer genug bei ihm. Die saumen seinen Preisen. Okay, wir können wenigstens Schmuck bei ihm loswerden. Allerdings nicht wirklich gut. Ja, Saphir ist viel wert. Silberdiadem mit Mondstein. Das können wir verkraften. Nicht mehr viel. 50 noch. Die können wir verkaufen, ohne Probleme. Die werde ich nicht so oft einsetzen. Das ist nützlich. So. Wenn ihr die entsprechende Begabung habt, solltet ihr die Akademie der Magier in Winterfest. Aber Niki, ich möchte gerne Gebiet erwerben. Der Jarl ist, wie ihr euch sicher denken könnt, sehr beschäftigt. Ich möchte. Ich euch bla 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 bla. Ich möchte ein Haus in der Stadt kaufen. Richtig. Derzeit steht auch gerade ein Haus zum Verkauf. Ich nehme es. Wunderbar. Hier ist der Schlüssel zu eurem neuen Heim. Ja, wir haben unser erstes Haus und ich kriege dafür eine Errungenschaft. Ich weiß nicht, ob ihr die seht. Wir können unser Haus jetzt noch einrichten. Ich zeige es euch nur mal. Da helfe ich euch gerne. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, euer Zuhause schöner zu gestalten. Sofern ihr das Kleingeld dafür habt. Kleingeld. Und natürlich findet ihr in der Fibel des schöneren Wohnens eine Beschreibung aller Dekorationselemente, die ihr kaufen könnt. Also, was möchtet ihr gerne kaufen? Ja, Alchemielabor 500, Schlafzimmereinrichtung 300, Dachbodendekorationen 200, Speisesaal Dekoration 250, Wohnzimmereinrichtung 250, Kücheneinrichtung 300, Kinderzimmer 250 Goldstücke. Genießt euren Besuch in Drachenhorst. Ja, okay, du Halsabschneider. Ja, bis wir unser Briesenheim ein wenig ausgerüstet haben. Ich hoffe, es heißt wirklich so, weil sonst nenne ich es die ganze Zeit so und das klingt echt arschbescheiden. Um es nicht allzu mies auszudrücken. Auf jeden Fall, das wird ein wenig dauern, bis wir alles ausgerüstet haben. So, Vorwärtsmarsch bitte. Und runter! Na, diesmal haben wir keinen Schaden bekommen. Wir holen uns mal Talos Segen ab. Denn dann können wir schneller unsere Drachenschreie ausführen. Alle Krankheiten geheilt. Ich hoffe, wir hatten keine. Aber wenn nicht, ist es auch egal. So. Das ist unser Haus. Nicht das größte, nicht das schönste, aber unseres. Es ist noch ein wenig karg, um ehrlich zu sein. Aber es reicht. Es reicht erstmal. Denn wir haben eine Truhe, in der wir Sachen verstauen können. Das werden wir auch gleich tun. Und zwar will ich meinen ganzen Schmuck loswerden. Denn der wiegt mit der Zeit doch ganz schön viel. Weg, weg. Behalten wir. Weg. So, alles, was wir nicht brauchen, kommt jetzt hier rein. Eisenerz, ja. Amethyste. Die behalten wir. Die wiegen auch nur weg damit. Geht nicht, schade. Sehensteine behalten wir bei uns. Alles, was in die Richtung Schmuck geht, packen wir weg. Außerdem, der gehört auch zur Quest. Ich glaube, den können wir auch nicht weglegen. Nein. Todeshund-Halsband packen wir auch mal weg. Ulrich und Emelnem bleiben bei uns. Die behalten wir. Packen wir weg erstmal. Packen wir auch weg. So, was können wir noch wegpacken? Abels Tagebuch. Die ganzen Bücher können wir wegpacken. Da können wir gleich mal einen Blick reinwerfen. So, was können wir noch loswerden?
Axt von Weißlauf. Ein Andenken werden wir los, genau wie Nesselflug. Die Spitzhacke behalten wir, die erweist uns gute Dienste. So, wie viel tragen wir jetzt noch bei uns? 183, wir haben noch sehr viel bei uns. Aber das wird bald auch extrem sinken, sobald wir die Fertigkeit in leichter Rüstung haben. Dass wir das Gewicht von der leichten Rüstung nicht mehr mitbekommen, welche wir tragen. Können wir das schon holen? Nein, aber 25% Rüstungsbonus, wenn ich ausschließlich leichte Rüstung trage. Das lohnt sich, denn zufälligerweise tragen wir nur leichte Rüstung. Und 25% sind dann doch eine ganze Menge, würde ich sagen. Man sieht schon, die Werte wurden ein wenig nach oben gebombt. So, ich denke, wir können unser Heim erstmal verlassen. Wir werden zusehen, dass wir wenigstens das Schlafzimmer und das Wohnzimmer in Kürze einrichten werden, weil das ist doch ein bisschen arschkarg. Wir gucken nochmal in unsere Fibel rein. Ich weiß nicht wirklich, was eine Fibel ist. Fibel des schöneren Wohnens. Willkommen in eurem neuen Heim. Diese Fibel des schöneren Wohnens bietet eine Reihe von Paketen, die ihr beim Vogt des Fürstentums erwerben könnt. Jedes Paket enthält Möbel und Ausstattungsstücke für einen speziellen Bereich eures Hauses und wird euch nach dem Kauf ausgeliefert und aufgestellt. Ihr müsst nur das nötige Gold bereitstellen, um den Rest kümmert sich der Vogt. Wenn ihr nach euren Einkäufen das nächste Mal nach Hause kommt, werdet ihr eure neue Ausstattung und euer Mobiliar an Ort und Stelle vorfinden. Küche enthält eine Feuerstelle, einen kleinen Tisch, bla 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 bla. Jetzt steht überall, was dazugehört. Das lasse ich jetzt mal aus. Das Wichtigste habe ich ja erwähnt, meine ich, oder? Das bringt uns aber erstmal ans Ende unserer Reise, denn hier werde ich einen Cut machen. Das werden 3 längere Folgen für euch, das heißt, demnächst werden vielleicht mal von den 25 Minuten Folgen die nächsten Folgen nur 22 oder so haben. Ich werde mal gucken, wie ich das handhabe. Ich wünsche euch viel Spaß mit den Folgen, beziehungsweise ich hoffe, ihr hattet jetzt Spaß mit den neuen Folgen und wünsche euch viel Spaß bei den weiteren Folgen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal in The Elder Scrolls Skyrim mit MB-Series. Aber seine Waren sind gut. Ohne MB-Series. Mit MB-Series? Ohne MB-Series. Ihr könnt es euch aussuchen, ich lasse euch hier immer die Wahl. Aber irgendwie habe ich schon eine Ahnung, wie das Ganze ausgehen wird.